Was für ein toller Teil 2 dieser Podcast, Ernährung bei Typ 2 Diabetes und einer nicht alkoholischen Fettleber. Darüber habe ich mich mit der Claudia unterhalten. Und das ist ein spannendes Thema natürlich. Kann ich auch als dünner Mensch eine Fettleber entwickeln? Wenn ja, was bedeutet das? Habe ich als Typ 2 automatisch eine Fettleber? Und ganz wichtig, wie komme ich eigentlich von dieser Fettleber weg und muss ich dafür was tun? Ich verrate euch, ja, ihr müsst was tun. Aber viel Spaß bei dieser Folge. Ihr hört einen Beitrag von Deutsche Diabeteshilfe, Menschen mit Diabetes, kurz DDHM genannt, einer gemeinnützigen Patientenorganisation für alle Menschen mit Diabetes und ihre Angehörigen. Übrigens, ich bin Ümit und habe Typ 2 Diabetes. Hallöchen, meine lieben Diabetiker, Nicht-Diabetiker, Familienangehörige, Interessierte. Ja, wir sind hier wieder in Potsdam in unserem kleinen Tonstudio und ja, ich habe natürlich die Claudia Miersch wieder am Mikro für unsere zweite Podcast-Folge um das Thema Ernährung bei Diabetes Typ 2 und nicht-alkoholische Fettleber, weil das ist natürlich immer ein extrem spannendes Thema. Wer den Podcast Teil 1 verpasst hat, der kann natürlich gerne in den Shownotes einfach da draufklicken und sich den nach anhören, da erkläre ich nicht auch ein bisschen, wer ist denn die Claudia, beziehungsweise die Claudia erklärt uns, wer die Claudia ist. Ja, liebe Claudia, alkoholische oder beziehungsweise nicht alkoholische Fettleber, das ist eher der Punkt, weil viele denken ja, die Fettleber sei ja eher ein Thema vom Alkohol. Und das ist ja nicht wirklich so unbedingt der Fall, also ja auch. Aber damit wir mal ein bisschen Anatomie machen für die Jüngeren, aber auch dann für mich, wo sitzt denn erstmal die Leber? Genau, ja, die Leber findet man eigentlich so ein bisschen unter dem Rippenbogen, unter dem, jetzt muss ich, habe so eine kleine Rechts-Links-Schwäche, aber ich glaube, das ist der rechte Rippenbogen darunter. Und wahrscheinlich als Kind kann man sich vielleicht noch dran erinnern, wenn man sich mal gerauft hat auf dem Schulhof oder so und dann so direkt unter dem Rippenbogen. Das tut auch ganz gut weh, wenn man da mal was rankriegt. Da sitzt die Leber so ein bisschen geschützt, also auch noch von den Rippen sozusagen. Okay, wie groß ist die? Wie groß? Gute Frage. Machen wir mal Handfläche, ja, also vom genau, Erwachsenen. Genau, also ich würde mal so, ja, schon so wie so eine Handfläche. Eine Handfläche? Tick größer vielleicht, so, genau. Okay. Und die ist geschützt, also das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach so mit dem Finger so reindrücken oder randrücken? Na doch, wie gesagt, wenn man, Boxer haben ja manchmal auch so einen Leberhaken, sagt man nicht umsonst. Genau, das sitzt schon sozusagen, also ist noch ein bisschen geschützt, aber direkt sozusagen unter dem Rippenbogen, ja. Okay. Ja, und jetzt ist eben dieses Thema, ich muss ja nicht unbedingt trinken. Ja. Um eine Fettleber zu bekommen. Das macht natürlich die Sache jetzt extrem spannend. Warum nicht? Genau, also historisch bedingt war, häufig hat man früher natürlich immer gedacht, eine Fettleber bekommt man nur durch den Alkohol, weil es halt auch einfach keine andere Ursache gab bis dahin sozusagen. Erst in den letzten Jahren, wo halt die Überernährung so zugenommen hat, hat man halt immer mehr festgestellt, dass viele Fettlebererkrankungen, die Fettleber, wenn man die feststellt, dass die halt nicht vom Alkohol kommt. Ne? Und leider gibt es aber immer noch die Diskrepanz, dass viele Patienten vorschnell abgeurteilt werden, dass sie doch bitte nicht so viel trinken sollen. Ne? Okay. Wenn ich mir jetzt überlege, Fettleber, man sagt ja immer, okay, fette Leber, dann hast du einfach zu viel Fett gegessen. Also sprich, ernährungstechnisch hast du dann irgendwie voll ins Klo gegriffen. Stimmt es denn? Hast du dann einfach zu fettig gegessen? Ist das unser Problem? Sicherlich ist das vielleicht irgendwo auch Teil des Problems, aber durch die Fettleber sind auch diese Mechanismen mehr aufgedeckt worden, was diesen Zusammenhang auch zwischen Kohlenhydraten und Fettumwandlung angeht. Und zwar haben wir auch in der Broschüre sehr schön dargestellt, dass unser Fett, was wir in unserem Körper haben, aus verschiedenen Quellen kommt. Und die erste Quelle oder das ist auch das Fett, was sozusagen dann irgendwann vielleicht in unserer Fettleber landet, kommt zum größten Teil aus anderen Organen. Also wenn sozusagen unser Fettgewebe voll ist oder auch zu viel Fett in unserem Blut ist, dann nimmt die Leber das auf und lagert das ein. Das ist jetzt eine Fettquelle. Die zweite Fettquelle ist natürlich auch unser Nahrungsfett. Das macht aber nur etwa 15% aus. Die restlichen 25%, schätzt man ungefähr, sind Fette, die aus Kohlenhydraten stammen, die umgewandelt werden, weil sie halt einfach in dem Moment nicht gebraucht werden. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Hat man... wie soll ich sagen, hast du so ein Kontingent an Fettzellen, die gefüllt werden? Also ich stelle mir jetzt immer vor, wie so ausgelutschte Trauben, ja, so ein Traubendingsbums da. Und die füllen sich und irgendwann sind sie prall. Ist dann kein Platz mehr für neue Fettzellen? Oder was passiert? Sind die Fettzellen unendlich? Können die sich unendlich fortbilden? Weil man wird ja auch dicker. Mhm.
Also das Angebot an Fettzellen ist genetisch zu einem gewissen Grad sehr determiniert. Das heißt, es kann nicht mehr Fettzellen gebildet werden. Sie können natürlich mehr Fett aufnehmen und sind dann praller, wie du es gesagt hast, aber irgendwo ist auch das, was wir an Fett einlagern können, reglementiert und begrenzt. Also es ist wirklich fix geschrieben, also ich sag mal, du kriegst 5 Fettzellen. Fertig. Wenn die voll sind, hast du Pech, dann schiebe ich das Fett quasi in die Organe. Kann ich mir das mal ganz, ganz einfach so vorstellen? Vielleicht ein bisschen platt, aber es geht natürlich in die Richtung sozusagen. Es ist nicht nur Genetik, sondern auch natürlich die ersten prägenden Jahre in unserem Leben, die vielleicht da auch noch ein bisschen Einfluss drauf haben. Okay. Also wenn man jung ist, sehr jung ist. Was, aber gibt der Körper denn nicht auch... Also ich bin jetzt einfach mal so und ich sag, mein Körper wird hoffentlich ein bisschen schlau sein. Du isst, irgendwo ist ja dann die Grenze erreicht von deiner Möglichkeit, Fett aufzunehmen, wenn ich mir das mal so vorstellen kann. Also meine Trauben sind gefüllt, ich habe keine Trauben mehr übrig. Schreit der Körper da nicht? Normalerweise denke ich immer, jeder Körper gibt doch Alarme ab, meldet sich und sagt, ich habe da ein Problem, du machst da irgendwas in der Ernährung falsch. Ist es so, dass er dann, ich habe immer gehört, dass sich dann irgendwie Leberzirrhosen bilden, also dass sich ja irgendwas entzündet. Und da würde mich mal interessieren, dieser Entzündungsprozess, ist das ein Warnsignal oder ist das quasi schon alles im Brunnen gefallen? Also habe ich da noch eine Chance, irgendwo was zu erkennen? Ich weiß es nicht. Na, erstmal muss man ja sagen, dass ganz viele Erkrankungen, finde ich, so verlaufen, dass man eigentlich oft nichts mitbekommt. Mhm. Ne? Also der Diabetes ist ja auch nur so ein typisches Beispiel, dass ich eigentlich erst 80% oder 90% meiner insulinproduzierenden Zellen verlieren muss, bevor überhaupt der Blutzucker steigt. Mhm. Ne? Also ich kriege lange von dem Problem nichts mit. Bei Nieren ist es mehr oder weniger genauso. Es geht der Nierengewebe zugrunde und ich merke erst, wenn wirklich nicht mehr viel funktioniert, dass irgendwas mit meinen Nieren nicht klappt. Also der Körper leidet leider häufig leise und mit Entzündungen ist es auch oft so ein Problem, dass das nicht richtig erkannt wird oder zu spät. Jetzt sagst du gerade erkannt wird, zu spät. Ich bin jetzt ein Typ 1 Diabetiker. Wenn jetzt ein Typ 2 Diabetiker erkannt wird, kann ich dann gleich sagen, Typ 2 ist gleich Fettleber? Oder ist das jetzt ein Typ 2, das heißt noch nicht, dass er eine Fettleber hat. Oder kann man schon wirklich dahergehen und sagen, okay, wenn ich den Typ 2 diagnostiziert habe, habe ich in der Regel auch schon ein Problem mit der Leber und zwar in Form, du hast schon die Fettleber. Genau, also eigentlich sind die Zahlen sehr deutlich, finde ich. Also ein Typ 2 Diabetiker hat mit 80% oder 90%iger Wahrscheinlichkeit auch eine Fettleber und das, finde ich, spricht für sich. Und es gibt auch schon einen relativ hohen Anteil an Menschen, die noch keinen Diabetes haben, aber schon eine Fettleber, was für mich dafür spricht, dass höchstwahrscheinlich die Fettleber als erstes da ist. Ah, okay. Und dann der Diabetes. Also wir bringen unseren Stoffwechsel erst durcheinander oder die Leber ist erst durcheinander und dann kommt der Diabetes dazu. Also Ei und Huhn, ne? So dieses genau. Thema. Oder siamesische Zwillinge, die sich vielleicht zusammen ergeben, sozusagen, die immer zusammen auftauchen. Ne? So, wie... Jetzt sind wir natürlich wieder in der Welt, wer erkennt denn meine Fettleber oder wie habe ich denn überhaupt eine Chance, das zu dir, ich meine, wir reden jetzt gerade darüber, okay, du hast eine Fettleber und jetzt bist du Typ 2 oder der eine sagt, nein, der ist Typ 2 und jetzt hat er eine Fettleber. Wie habe ich denn überhaupt die Chance, das zu erkennen? Wird das im Check-up gemacht, dass man da guckt, ob jemand eine Fettleber hat? Also ich stelle mir das jetzt ziemlich schwierig vor, wie gehe ich denn hin, um mehr rauszukriegen, ob ich eine Fettleber habe und dann vielleicht noch rechtzeitig gegensteuern kann? Im Check-up meine ich, dass gerade jetzt, gibt ja jetzt verschiedene Vorsorgeuntersuchungen auch für Ü35-Jährige und ich glaube, dass da zumindest im Blutbild auch die Leberenzyme mitgemessen werden. Ah, okay. Da kann man einen Hinweis drauf bekommen. Also wenn zum Beispiel da schon die Leberenzymwerte erhöht sind, dann wird meistens auf jeden Fall ein Ultraschall von der Leber gemacht. Aber es ist auch sehr häufig, dass halt einfach die Fettleber als Zufallsbefund auftaucht, beispielsweise weil jemand in die Praxis kommt und sagt, ich habe irgendwie Verdauungsprobleme und dann wird halt einfach ein Ultraschall der Bauchorgane gemacht und dann fällt es auf. Okay, jetzt hast du ja die Broschüre geschrieben, nicht nur einfach zu erklären, was ist die Fettleber, sondern wir suchen ja auch die Lösung, um wegzukommen von dieser Fettleber. Was für Möglichkeiten, wir haben ja vorhin drüber geredet, zu viele Kohlenhydrate, also ich sage jetzt mal salopp, einfach zu viel Energie irgendwo in den Körper reingeschaufelt und der sagt, wohin damit, also wir schieben es einfach in die Organe, zack, Fettleber. Was für eine, oder gibt es verschiedene Stufen, wo man sagt, da kann man noch
eingreifen und sehr viel mit einer Ernährung noch drehen und auch vielleicht dann auch hoffentlich komplett wegkommen. Ich habe ja immer gehört, dass eine Leber sich sehr, 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 sehr gut selber reparieren kann. Wie sieht es da mit der Ernährung aus? Was kann ich denn da machen? Genau, also da kann man gerade auch die Fettlebererkrankung an sich ist auch ein bisschen, so wie so ein Stadien eingeteilt. Man hat die reine Fettleber, die wirklich nur verfettet ist. Man kann zusätzlich eine Entzündung drin haben, was aber diagnostisch leider häufig nicht weiter untersucht wird. Also man kann im Ultraschallbild sehen, okay, die Leber ist verfettet, aber ob sie jetzt zusätzlich entzündet ist, das kann häufig nicht beobachtet oder nicht gesehen werden. Und dann ist die nächste Stufe dann natürlich eine Fibrose, also sozusagen das Lebergewebe wandelt sich um und wandelt sich in Bindegewebe um und verliert seine Funktion dadurch sozusagen. Mhm. Und der letzte Schritt ist dann sozusagen die Leberzirrhose, dass dann wirklich komplett die Leber sich umgebaut hat und ihren Funktionen nicht mehr nachkommen kann. Und in diesem Ablauf der Erkrankung sagt man ungefähr so bis zur Leberfibrose ist noch vieles reversibel. Aber wenn es dann wirklich sehr stark verändert ist und fibrotisch ist, dann kann man nachher auch da nicht mehr zurück oder vielleicht noch ein Fortschreiten aufhalten, aber halt nicht mehr zurück. Also es gibt auch wirklich Finale, wo man sagt, da geht nichts mehr. Okay. Genau. Was kann ich jetzt aber machen im ersten Stadium? Ich sag mal, jetzt bin ich noch im Fegefeuer. Mhm. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus, dass ich sage, okay, du kriegst eine Chance mit Ernährung, deine Fettleber wieder zurückzubauen zu einer normalen Leber. Was mache ich denn da? Genau, also da muss man eine Sache wirklich eindringlich sagen, und zwar, dass es aktuell, es gibt keine Medikamente gegen eine Fettleber. Mhm. Was ich also nur tun kann, ist Lebensstil, aber dafür sehr effektiv. Also das muss man immer wieder sagen, dass ich das sogar irgendwo gut finde, dass es keine Medikamente gibt, weil dann ist man wirklich gezwungen, etwas persönlich zu machen, als wenn ich jetzt wirklich zur Tablettenpackung greifen könnte. Der erste wichtigste Schritt ist, die Leber entfetten. So hört sich jetzt so super einfach an. Ich muss sie jetzt einfach nur entfetten. Ja. Aber das ist sozusagen der wichtigste Schritt. Und das geht halt einfach im ersten Moment über Kalorienverzicht. So, da habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich das angehen kann. Okay. Also aus Studien weiß man zum Beispiel, dass Patienten, die eine Magenverkleinerung bekommen haben, dass die nach 3 oder 4 Tagen schon relativ normnahe Zuckerwerte hatten, wenn sie vorher schon Diabetiker waren oder auffällige Werte hatten. Das heißt, die Leber braucht nicht lange, um sich zu entfetten. Ich glaube, so auch nach einer Woche kann man teilweise bis zu 70% des Leberfettgehalts raushaben, wenn man sozusagen weniger Kalorien aufnimmt, als man verbraucht. Aber darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Also Plan B bitte. Das ist, also du kommst nicht drum, also es gibt auch... Du kommst nicht drum rum? Oder das Effektivste ist wirklich, weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Ja, aber musst du mir dann... Über eine Woche, das ist jetzt ja nicht irgendwie, dass ich jetzt 3 oder 4 Monate von dir verlange, irgendwie... Aber du machst ja da was kleiner, können wir das nicht, sparen wir das nicht uns Magenverkleinerung, nee, können wir? Nee, ich meine jetzt nicht die Magenverkleinerung, Entschuldigung. Ach so, okay. Sondern einfach... Ich habe schon gedacht, also, ich wollte damit nur zeigen, dass das Beispiel sozusagen, dass man wirklich innerhalb kurzer Zeit durch die Magenverkleinerung nimmst ja automatisch keine Kalorien auf sozusagen, sondern dass du wirklich in der ersten Phase über einen kurzen Zeitraum deutlich weniger Kalorien aufnimmst, als du brauchst. Okay. Das kannst du einmal tun, indem du beispielsweise fastest, komplett fastest oder auch Hafertage einlegst. Ist immer wieder ein sehr gutes Mittel, über 4 Tage beispielsweise 800 bis 1000 Kilokalorien aufzunehmen. Das heißt nur Hafer? Nur Hafer. Nur die Hafer? Sag nicht, du kennst die Hafertage nicht. Natürlich kenne ich die Hafertage nicht. Also ich esse, klar, also wenn du mir sagst die Hafertage und wenn ich sage nur die Hafertage, ja nur die Hafer, nur Hafer. Aber das heißt, ich esse den... Man isst 3 Mahlzeiten Haferschleim. Man darf ein bisschen Obst dazu, ein ganz bisschen Gemüse vielleicht, wenn man das, aber so, dass man summa summarum auf so 800 bis 1000 Kilokalorien kommt. Okay, also für alle, die jetzt noch keine Fettleber haben,
Das ist doch Grundmotivation pur, keine Fettleber zu kriegen, bevor ihr Hafertage machen müsst. Also das heißt wirklich Hafer, also und darauf, wie viel Gramm Haferflocken oder was? Genau, das ist, jede Portion ist auf 75 Gramm Hafer. 75? Genau, und dann mit Milch, sondern mit Wasser nur anrühren, also dass du dann sozusagen nur so einen Haferschleim, und dann darfst man für den Geschmack halt entweder ein bisschen Obst, aber auch wirklich nur bisschen, 25 Gramm oder sowas, oder halt Gemüse stattdessen. Aber das ist Frühstück. Ja, aber dann die drei Mahlzeiten. Ne? Also Frühstück eine Portion, 75 Gramm, Mittag eine Portion und Abend eine Portion. Habe ich schon mal erwähnt, ihr sollt euch anstrengen, keine Fettleber zu kriegen. Das wäre jetzt echt ein Grund. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Okay, also alles, was die Niedrigkalorien-Diäten sind, eine Option. Formula-Diäten, also Formula-Diäten sind hier die Shakes. Ah. Na, wenn die auch auf einer Niedrigkalorienbasis sind sozusagen. Also alles, was weniger Kalorien hat, als man verbraucht. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil wenn du sagst, jetzt niedrig Kalorien, jetzt einer, der 3000 Kalorien am Tag verballert hat, da sind 2000 niedrig, der andere ist bei 2000. Also man muss halt einfach gucken, wo steckst du mit deiner Ernährung? Genau. Beziehungsweise ist es jetzt so, weil jetzt einer, der jetzt übertrieben, ich sage jetzt mal einfach eine unglaubliche Zahl, also für mich unglaublich, 5000 Kilokalorien. Mhm. Wo man sagt, okay, das ist an sich schon pathologisch, so viel zu essen. Was macht man denn mit dem? Sagt man, da reichen dann schon 4000? Oder geht man da radikaler ran und sagt, okay, deine Ernährung müssen wir schon auf 3000 oder auf 2000 runterfahren? Also ich glaube, das ist auch immer dann von der jeweiligen Situation abhängig. Ne? Also wenn derjenige jetzt ja sagt, ich bin auf dem Bau und arbeite körperlich, da kann ich natürlich mit 800, da lacht er mich aus sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 4 Tage mal so eine Kur und habe frei und habe keinen Stress und mache auch körperlich nicht viel, dann würde ich das schon wirklich versuchen, diese 800 bis 1000 Kilokalorien einzuhalten. Okay, jetzt hast du vorhin, also das ist mir nicht jetzt wichtig, also man passt sich da schon an und geht nicht so blind her und sagt so 1500 für dich und auch 1500 für dich. Das macht man also nicht, man passt das an, so dass es noch im normalen Bereich ist, dass der mir nicht umkippt beim Frühstück oder nach dem Frühstück, weil er einen Löffel hebt und das ist schon zu anstrengend für ihn. Naja, ich sag mal, beim Fasten, da isst man gar nichts, ne? Und es geht auch irgendwie. Ja. Also sicherlich hat man da auch seine Entlastungstage und das zieht sich alles, also da gibt es ja auch gewisse Protokolle und auch Abweichungen, aber es geht ja auch ohne. Okay. Halt krass, also gut, das habe ich jetzt, vielleicht müsste ich es mal ausprobieren, habe ich mir noch nie getraut. Also nicht jetzt, weil ich Diabetiker bin, das geht schon, aber einfach, weil ich einfach essen mag. Und dann einfach nur irgendwas trinken, weiß ich nicht. Jetzt war aber sehr spannend, du hast gesagt, nach Hafertage 75 Gramm und ein bisschen Obst. Jetzt diskutiert man sich ja ganz gerne in Wolf. Obst, Fructose, um Gottes Willen, ja, bloß nicht. Ist es nicht irgendwie so eine zweiseitige Geschichte, weil es kommt ja immer drauf an, die Menge macht das Gift. Ich hätte es gesagt, Obst und ein bisschen Hafer ist ja absolut okay. Das ist in meinen Augen in Ordnung, auch wenn er jetzt gerade ein Problem hat, theoretisch und auch praktisch. Also ich glaube, wir sollten da nochmal dem Zuhörer erklären, sozusagen, dass ja Fructose besonders gerade immer in Verdacht steht, die Fettleber anzufeuern, weil es halt anders verstoffwechselt wird als der normale Zucker. Oder man muss ja anders erklären, unser Haushaltszucker besteht ja aus Glukose und Fructose. Das ist sozusagen ein Molekül aus beiden Molekülen. Und die Glukose, die geht halt direkt ins Blut und erhöht unseren Blutzucker, aber die Fructose halt nicht. Die geht sofort in die Leber und wird häufig, gerade wenn wir eh zu viel Kalorien essen, häufig umgewandelt in Fett. Und deswegen wird halt immer wieder, ist ja die Fructose halt so ein böser Bub, weil sie halt direkt die Fettleber befeuert. Und daher kommt auch immer diese Kritik dann am Obst, so ungefähr, bitte nicht zu viel Obst, weil da ja auch Fructose drin ist. Aber auch da kann man schauen, dass es da enorme Unterschiede gibt. Es gibt Obstsorten, die viel Fructose enthalten und wenig Glukose. Dann machen sie aber natürlich den Blutzucker nicht so stark hoch. Und dann gibt es aber auch genau die Umkehrten, die mehr Glukose haben und wenig Fructose. Und da sollte man, denke ich, schauen. Und Obst bringt so viele tolle andere Sachen noch mit, wie Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, dass man darauf zumindest was die Empfehlungen angeht, 2 Portionen am Tag, denke ich, nicht verzichten sollte. Hast du uns mal so 2
zwei, drei Obstsorten, wo du sagst, okay, die haben jetzt einen niedrigen Fruktosegehalt, die anderen haben einen hohen Fruktosegehalt. Hast du da uns mal ein Also, Unterscheidung weiß ich nicht. Das findet man aber in allen Lebensmitteltabellen, aber generell ist natürlich Bärenobst eine sehr gute Empfehlung. Ja. Die haben in der Regel weniger als 6 Gramm Zucker. Und aber auch Äpfel und Birnen, gerade wenn sie sehr faserreich sind. Also diese Schale bitte nicht schälen, sondern wirklich auch die Schale mitessen. Aber ich weiß, dass es auch Diabetiker gibt, bei denen da ja der Blutzucker sehr stark reagiert auf Äpfel beispielsweise. Okay. Das mit Beeren, das habe ich auch gelernt, ne, in der Diabetikerschulung, dass eben Beeren eben, wenn du irgendwas essen willst, klar, spritzen musst du es ab einer Menge X sowieso, aber dass die halt einfach ein bisschen weniger von dem ganzen Spaß hat, was unser Blutzucker nach oben ballert. Jetzt hast du so schön gesagt, den Apfel bitte nicht schälen, sondern auch so essen. Was hältst du davon, wenn man Apfel in den Mixer reinballert und daraus sich ein Smoothie macht? Was ist denn mit unseren Ballaststoffen, wenn wir die häckseln? Sind die noch da oder ist das ganze Netz eigentlich zerstört? Das hält sich ja schon anders dann. Ne? Also wir haben ja häufig beim Smoothie das Problem, dass wir dann dazu neigen, ja, Alter, einfach deutlich mehr Mengen dadurch zu konsumieren, weil wir dann irgendwie nicht einen Apfel essen, sondern 5. Ja, ne? Passt ja auch mehr rein in den Mixer. Und genau. Wie sich das genau anders verhält, ich kenne natürlich dieses, dass Apfel ja gerne auch so ein Hausmittel ist, ne? Wenn man das reibt, dass es gegen Verstopfung hilft beispielsweise. Ganz klein reibt, ja. Das wird gerade bei kleineren Kindern, Durchfall, so ist es, genau. Ich esse ab und zu gerne Apfelmus, aber das habe ich echt jetzt? Aber nicht gekocht, sondern rohen Apfel einfach über die Reibe reiben und dann das Pektin, was da drin ist, das lässt den Darm gut oder quillt schön auf im Darm und dadurch kann man sozusagen einer entspannter. Nee, dass man keinen Durchfall hat dann sozusagen. Kein Durchfall. Ich habe nicht Verstopfung, sondern kein Durchfall. Ich habe gerade die Panik bekommen, weil ich esse, glaube ich, nie wieder Apfelmus oder irgendwas in der Art und mache irgendwie einen Apfelmatschig. Okay. Genau. Also für mich war jetzt immer so Smoothies des Teufelsbergs. Gibt es auch natürlich, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, brauchst du auch nicht in meiner Welt Apfel reinballern oder einen Apfelsaft. Viele machen ja schon Apfelsaft gleich rein. Das ist ja genau der Trick bei der Sache, dass die immer denken, ich trinke was Gesundes, weil ist ja Spinat drin. Ja, Grünzeug, yay. Ja, aber gefühlt 5 Äpfel. Ja, und die ballerst du dir einfach mal so rein zum Mittagessen, 500 Milliliter am besten noch. Und dann knurrt dir nachher der Magen und dann isst noch ein Snickers. So, und dann hast du genau das, was ich halt auch immer sage, lass die Säfte weg. Ja, und häcksel nicht die Äpfel, sondern ess sie ganz, weil das ist einfach Füllmaterial. Und ich habe mir, korrigiere mich, dass das mal ist, würde ich mal gucken, ob ich mit meinem Hirngespinst so richtig bin. Für mich sind immer diese ganzen Ballaststoffe so Fasern. Ja, und wenn ich so einen Apfel quasi mir jetzt wie so ein Fischernetz vorstelle, esse ich den Apfel und dieses Fischernetz zieht sich einmal ordentlich durch den Darm, ne, und nimmt mal irgendwas mit. Wenn ich den jetzt aber zerhäcksle ich auch sämtliche Fasern kleiner und somit ist diese Wirkung von diesem Netz gar nicht mehr so gegeben. Komme ich da hin oder würdest du mich jetzt einliefern? Also nee, also da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich es gar nicht genau, ob es so ist, ob diese Zerkleinerungswirkung sozusagen das nicht überhaupt mehr so klein ist, dass es überhaupt zerkleinern kann. Wir haben ja auch zwei Arten von Ballaststoffe. Wir haben ja einmal die wasserlöslichen Ballaststoffe und die wasserunlöslichen Ballaststoffe. Die wasserlöslichen Ballaststoffe sind hauptsächlich in Gemüse und Obst. Sicherlich gibt es auch Gemüse, die eher so faserreich sind, die auch die unlöslichen haben. Aber könnte ich mir vorstellen, dass es egal ist, wenn du sie zerkleinerst, weil du ja sie eh viel Wasser binden und dann wie so ein, sie werden dann wie so ein Gel. Und die wasserunlöslichen, da kommt eher diese Netzbildung zustande. Und wir brauchen aber beides für unseren Darm. Die wasserlöslichen, wie auch die wasserunlöslichen, weil die wasserlöslichen sind Futter für unsere Darmbakterien und die wasserunlöslichen, die bilden eher dieses Netz und sind eher sozusagen der Putzer für unseren Darm, die sind eher so der Besen, der den einmal so durchkehrt. Und um unseren Darm gesund zu halten, brauchen wir halt auch einfach wirklich beides. Ich wusste das jetzt gar nicht. Ich habe gedacht, es gibt nur einen. Genau, und die wasserunlöslichen sind halt hauptsächlich in Vollkorn, also in Getreiderandschichten drinne, aber auch in bestimmten Gemüsesorten. Aber deswegen ist es halt immer wichtig, nicht nur Obst und Gemüse, sondern halt auch Vollkornprodukte, beides zusammen, weil das für diese Kombi dann zusammen gut ist für den Darm. Wieder was gelernt. Krass. Wenn ich jetzt meine Hafertage hinter mir habe,
werde ich aber nicht ewig und drei Tage machen. Wie geht meine Ernährung dann weiter? Was kann ich denn noch machen mit meiner Ernährung, ja, dass ich da einfach wegkomme? Weil ich glaube ja nicht, dass es mit den paar Hafertagen ja damit getan ist. Ne? Genau, also man kann auch die Hafertage immer wiederholen. Man muss nicht gleich dann wieder vier Tage am Stück, wenn man das nicht möchte. Man kann da gibt es auch verschiedene Protokolle, ob man mal einen Hafertag pro Woche beispielsweise oder alle 3-4 Monate mal so eine Hafertage einlegt. Und dann ist natürlich wichtig, dass man möglichst was die Kalorienaufnahme angeht, nicht über seinen Bedarf liegt, was er natürlich mal schwierig einzuschätzen ist für den, für den Konsumenten, und dann versucht möglichst komm, mach wissenschaftlich, wenn du willst. dass man versucht möglichst also Insulin, das was für unseren Blutzucker natürlich ganz entscheidend wird, ist auch bei der Verfettung der Leber spielt eine enorme Rolle. Und da ist es gut, wenn man möglichst versucht, seinen Insulinspiegel nicht zu hoch zu haben. Okay, also im Endeffekt Lebensmittel zu nehmen, die jetzt nicht meinen Blutzucker so nach oben ballern. Genau. Ja, okay, das muss man natürlich jetzt lernen. Ja, also ein Punkt ist natürlich sich auch an der Broschüre. Die könnt ihr euch natürlich runterladen auf der DDHM-Seite unterm Download. Aber ihr müsst euch darüber hinaus natürlich auch einfach ein bisschen schlau machen. Was ist der sogenannte glykämische Index, die glykämische Last? Willst du dazu mal was sagen, dass jeder mal ein bisschen überlegen kann, wenn er ein Apfel isst, was ist jetzt besser, der Apfel oder, was für ein blöder Vergleich, die Tomate? Ja, ich weiß, okay. Das ist der Unterschied schon mal, ja. Na gut, kann bei manchen vielleicht auch gar nichts passieren, ne? Weil ein bisschen was wird hoffentlich schon passieren, aber was man auch nochmal dazu sagen muss, ist, Insulin ist quasi das Masthormon schlechthin. Also wenn wir immer Insulin hoch haben, dann wird unserem Körper immer gesagt, wir lagern Fett ein. Das ist eigentlich auch ein wichtiges Signal, was dieses Hormon macht. Und wenn wir den Insulinspiegel den ganzen Tag hochhalten, dann können wir nicht abnehmen und unser Körper ist immer auf Speichern ausgelegt. Und dementsprechend kommt genau dieses Konzept dann zum Tragen, dass man sagt, okay, ich versuche Lebensmittel auszuwählen, die da nicht so viel zur Insulinausschüttung beitragen. Gutes Beispiel ist immer, das Weizenbrot führt zu einer genauso hohen Ausschüttung von Insulin, vielleicht sogar zu mehr, als wenn ich reinen Zucker esse. Ja, das ist schon krass, das habe ich auch schon mal gelesen. Vielen ja, immer extrem. Nicht so bewusst, ja. Weil halt einfach das Weizenbrot, es besteht aus Stärke und Stärke sind aneinandergereihte Zuckermoleküle, und da keine Ballaststoffe rundherum sind in dem Weizenbrot oder Brötchen, werden die halt sofort aufgeschlossen und wir haben halt innerhalb kurzer Zeit Glukose im Blut und einen ganz hohen Anstieg. Okay, das heißt dann guck, wenn du sagst, ich will Brot, dann lern einfach mehr Richtung Vollkorn zu gehen. Genau. Guck, dass du einfach viele Körner drin hast und bitte nicht drauf reinfallen, andere streuen einfach nur Körner oben drauf und sagen, das ist ein Körnerbrot, ne? Super. Genau, das ist ein ganz heikles Thema, das richtige Brot zu finden, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ja. Wie kann ich mich denn da beim Bäcker vorantasten? Ja? Ich habe ja schon so viele Horror-Stories gelesen, wie nach dem Motto, da machen die irgendwie ein bisschen so durch Malzextrakte dunkeln sie es künstlich ein und versäckeln dich und sie müssen nur gewisse Anteile reinmachen, damit sie sagen, es ist ein Vollkornbrot. Ab wann ist für dich ein Vollkornbrot ein Vollkornbrot? Ich weiß gar nicht genau, wie hoch der Prozentsatz ist. Also ich achte schon darauf, dass die Bezeichnung Vollkorn darf halt nur gewählt werden, wenn es überwiegend schon Vollkorn ist. Also darauf achte ich schon. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Begriffe wie, wenn da Dinkelbrot steht, denkt ja auch gleich jeder, oh, das Dinkel ist gesund. Und das heißt aber nicht, dass es ein Vollkornbrot ist, nur weil da Dinkelbrot steht. Oder wenn da Fitnessbrot ich weiß nicht, wie die Begriffe alle heißen, heißt gar nichts. Oder Dreikornbrot heißt nichts. Ich glaube, das heißt Fitnessbrot, weil danach hast du es echt nötig, ins Fitnesscenter zu gehen. Ja, deswegen sind das kann sein, weißt du nicht. Verstehe ich das irgendwie falsch. Ja, verstehst du falsch. Die treiben dich einfach zum Fitness an, weil sie sagen, du wirst halt danach einfach dick und deswegen gehst du aufs Laufband. Genau, also ich achte halt darauf, dass ich möglichst
Körner, also wo ich wirklich die ganzen Körner im Brot sehe irgendwie. Und bei Brötchen, also im Bäcker, ich weiß nicht, ob es vielleicht bei dir anders ist, aber ich kann da kein Vollkornbrötchen kaufen. Es gibt kein Vollkornbrötchen, meiner Meinung nach. Ich kaufe gar kein Brötchen. Nein, bei uns gibt es dann Sonntag schon mal Brötchen und da kaufe ich wirklich tiefgefrorene und gucke mir die Verpackung halt an. Und dann schaue ich da, ob da Vollkornmehl steht. Also wenn ich dann Brot, dann ist es, aber ich glaube, da lasse ich mich vielleicht psychologisch auch immer aufs Glatteis führen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich gucke immer, dass es so dunkel wie möglich ist und wenn die Scheibe aufgeschnitten ist, am liebsten auch noch dunkel. Das aber ist, dunkel, ich dunkel finde gerade, wenn es dieses Braune ist, wenn es so dunkelbraun ist, ist es angefärbt. Aber wenn es so dunkelgrau ist, dann ist es schon ein besseres Zeichen. Jetzt haben wir noch die Hafertage ja gehabt. Das war jetzt die etwas bequemere Variante, sage ich jetzt mal, irgendwie so ein bisschen rumzuessen. Aber viele gehen ja ganz gerne her und sagen, ich mache mal 16:8. Mhm. Ja, ich finde jetzt immer nur Hafer essen, okay, easy, muss nicht viel denken. Aber 16:8 ist ja so hippie, also das ist ja schon so richtig ein Trend geworden. Wie siehst du denn das Thema Fettleber und Ernährung 16:8? Wäre das auch ein Thema, wo man sagt, ja, dann, also ich mache das anders, die Frage. 16:8 ist klar, das erklären wir vielleicht nochmal ganz kurz. Kann ich mich ganz normal ernähren, also schlecht ernähren, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber ich mache jetzt erstmal 16:8, weil ich alles andere nicht auf die Kette kriege. Wie siehst du das? Also beide Varianten, erklär mal kurz 16:8. Genau, 16:8 ist ja, ich esse 16 Stunden am Tag nichts und 8 Stunden esse ich am Tag sozusagen. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend auch natürlich, wie viel esse ich denn? Also in den acht Stunden, ja, ne? Wenn ich dann natürlich meine Kalorienaufnahme da über dem liegt, was ich verbrauche, sehe ich das eigentlich nicht als vorteilhaft an. Trotzdem habe ich diese lange Phase, wo ich nichts esse. Das ist ja auch immer so, die 16:8 ist ja auch zustande gekommen, weil man diesen Fasteneffekt auf kurze Zeit nachahmen wollte. Das ist ja sozusagen auch die Entstehung so ein bisschen des 16:8 Protokolls, dass ich die positiven Effekte, die ich beim Fasten habe, nämlich dass der Stoffwechsel mal runterfahren, also quasi ja wie so eine Art Reset. Und deswegen will ich mir das 16:8 ja natürlich in den Alltag holen und erreiche ich ähnliche Effekte natürlich. Ne? Nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt in den 8 Stunden sonst wie viel essen, dann will ich die anderen 16 Stunden nicht Hunger. Ne? Also dann erreiche ich das nicht. Okay. Jetzt bringe ich es mal auf den Punkt. 16:8 und Hafertage. Also das heißt, in den 8 Stunden mache ich meine Hafertage. Gibt es so Extreme oder sagst du, jetzt lass die Finger davon? Ich bin ein Freund davon zu sagen, ich brauche über Nacht eine lange Phase, wo ich den Stoffwechsel entlaste. Wo ich wirklich sage, ab 18 Uhr, wenn ich ab 18 Uhr nichts mehr esse und dann nächsten Tag um 8 Uhr wieder, bin ich ja auch bei, was sind das? Frag mich nicht, Kopfrechnen bin ich raus. Du hast damit angefangen, du bringst es zu Ende. Das sind 14 Stunden. Ja, gut. Haben wir so, noch, ne? 14 Stunden. Und ich finde, wenn ich jetzt von 8 bis 18 Uhr, es ist auch eine ganz normale Zeit, gerade wenn ich die Hafertage mache, ist das ja ein ganz normales Zeitintervall. Ne? Also ich glaube, da tue ich meinem Körper auch was Gutes. Da kommt es nicht auf die letzten Minuten drauf an. Okay. Jetzt haben wir vorhin ganz am Anfang gesagt, Fettleber hast du auch vor Typ 2 Diabetes. Jetzt sage ich, okay, vor Typ 2 Diabetes gehe ich jetzt her und sage, naja, wenn ich vor Typ 2 Diabetes bin, muss ich denn dann schon dicker sein oder kann ich da auch ein schlanker sein? Genau, da ist die Wissenschaft in den letzten Jahren ja viele interessante Studien gemacht dazu zu dem Thema und ist eigentlich immer wieder darauf gekommen, dass dieses Konzept des Übergewichts oder der Maßstab, der dahinter steht, ist ja der BMI, dass der halt nicht immer so hinhaut. Ne? Das heißt, man ist nicht automatisch als Übergewichtiger krank und das bedeutet aber auch nicht, dass man automatisch als schlanker gesund, stoffwechselgesund ist. Ne? Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass ein Mensch, der ein BMI von 24 hat, was normalgewichtig ist laut der Definition, dass es da Unterschiede im Fettgehalt gibt von 8 bis fast 30%.
Okay. Also ich kann, das ist ein bisschen weiß viel. Ich, wir ja. können beide den gleichen BMI ja, haben und ja, ja, einer ja. hat nur 8% Fett und der andere hat 25 oder 30%. Mhm. Und man sieht es nicht an, demjenigen ja nicht an, weil der BMI nahezu gleich ist. Und das zeigt auch wieder, dass man quasi nicht sicher ist, nur weil man schlank ist, dass man auch wirklich, dass es einem gut geht und dass es auch der Fettleber oder der Leber gut geht. Ja. Aber wie bekomme ich denn das gebacken, dass ich jetzt eine Fettleber bekomme und ich bin schlank? So, also ich kann ja nicht eine Fettleber kriegen. Also weißt du, jetzt sage ich mal so, wieso? Ich bin schlank und habe eine Fettleber. Ja, da BMI hin oder her, was geht denn dann in meinem Körper kaputt, dass ich das nicht habe? Also was ist die Ursache denn bei einem Schlanken, der quasi ein Typ 2 entwickelt durch seine Fettleber, aber er ist nicht der optisch Typ 2. Also ich sage jetzt mal, optisch bedeutet ja nicht gerade schlank. Genau, also natürlich vermutet man da auch häufig genetische Ursachen hinter, aber da spielt natürlich auch vielleicht eine Rolle, dass der Körper die Fettverteilung nicht so gut regulieren kann und dann halt eher mit der Verfettung der Organe anfängt, als vielleicht jemand anderes, der genau das gleiche Gewicht oder mehr sogar drauf hätte. Das heißt, du siehst super schlank aus und kriegst einen Typ 2 Diabetes. Genau. Oder hast dann ein hohes Risiko, wenn du die verfettete Leber hast, ne? Also genau. Okay, da gibt es einen hübschen Begriff. Ich habe es immer mit einer Süßigkeit verbunden. Toffifee? Toffee. Toffee, genau. Genau. Thin outside, fat inside. Genau. Ja. Und das symbolisiert genau diesen Typ, der häufig auch dann ein hohes Risiko für Diabetes und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Okay, wobei ich jetzt einfach mal sage, diese Toffees, die quasi eine Fettleber entwickeln, dünn sind, die haben es, glaube ich, ein bisschen schwerer, oder? Weil die würden ja nie zum Arzt gehen, weil sie sagen, bei mir ist alles okay. Und die haben dann auch die klassischen Symptome, also die greifen voll in die Schatulle für alle Diabetesanzeichen und verstehen die Welt nicht mehr. Ja, aber für die gilt dann aber genau das gleiche Prinzip. Macht eine Hafertage, wobei man vielleicht herauskriegen muss, warum bist du überhaupt ein Toffee geworden? Also was ist bei dir im gesamten Körper wahrscheinlich ein bisschen gaga, ja, dass das nicht so geht? Genau, das ist ja auch manchmal die Frage, welche Risikofaktoren liegen da jetzt vor. Ne? Also ist es vielleicht jemand, der eine starke sitzende Tätigkeit hat in Kombination mit einer unvorteilhaften Ernährung, dann kann das natürlich ganz anders zustande kommen als jemand, der und dann vielleicht auch noch relativ jung ist, häufig auch noch nicht so alt. Mhm. Oder jemand, der halt über 80 ist und wirklich den klassischen Alterszucker, wo man früher gesprochen hat, entwickelt hat, ne? Dann. Also eine ganz andere Person, ein ganz anderer Stoffwechsel. Die gesamte Genetik, wie spielt das ja? Viele sagen ja, das ist genetisch bedingt. Meine ganze Familie hat Typ 2, ich kriege auch Typ 2. Ist Genetik ein großes Thema? Also bei der Genetikfrage sage ich immer ganz klar, vor 70 Jahren, also ich glaube 1960, sind das 70 Jahre? Nee, 60 Jahre. Du fängst immer mit dem Rechner an, da musst du durch. Ja. Vor 60 Jahren hatten wir etwas weniger als 1% Diabetiker in Deutschland und da waren schon die Typ 1er mitgerechnet. Jetzt sind wir aktuell bei knapp 10% und wenn das innerhalb von einer Generation sich so entwickelt, ist da die genetische Komponente nicht ausschlaggebend. Okay, alles klar. Am Ende heißt es wie immer ernähren, ernähren, ernähren und aber auch bewegen, ja, weil Muskelmasse verbrennt ganz nett. Das heißt, im Umkehrschluss kann man es relativ kurz fassen, wenn du dich mit deiner Ernährung beschäftigst und da dein Leben änderst, dann beschäftige dich auch mit der Bewegung, was jetzt nicht heißt, dass du ständig gleich ins Fitnesscenter rennen musst. Es reicht dir nur, wenn du dich anfängst zu bewegen, der Spaziergang einmal am Tag oder mehr. Genau. Ja, also Bewegung kommt auch hier. Genau, man muss sich ja nur bewusst sein, was der Körper braucht, gerade wenn es auch um die Kohlenhydrate geht, braucht ja, sag ich mal, unsere Muskeln brauchen Kohlenhydrate und unser Gehirn braucht Kohlenhydrate und noch so ein paar kleinere andere Abnehmer gibt es auch noch. Aber das sind so die beiden wichtigsten Abnehmer für unsere Kohlenhydrate. Und wenn wir uns halt einfach nicht bewegen und nur sitzen, dann brauchen wir eigentlich keine Kohlenhydrate sozusagen. Wenn wir uns aber jeden Tag vollstopfen mit Kohlenhydrate, dann sagt sich der Muskel auch, ich brauche das Zeug nicht, ich mache hier gerade gar nichts. Guck mal, Leber, was du damit machst, aber ich brauche es nicht. Und die wandelt es halt einfach in Fett um. Und deswegen sage ich auch immer, dass das beides berücksichtigt werden muss. Wenn ich gerne Kohlenhydrate esse, dann muss ich mich auch bewegen oder dann muss ich die auch irgendwo verbrauchen. Sorge für den Ausgleich. Genau, also ich sage immer so schön, jede Kohlenhydrate muss man sich auch verdienen.
Das hast du schön gesagt. Leute, das lasse ich sogar als Schlusswort stehen. Ich finde es gigantisch. Ernährung ist ein spannendes Thema. Die Broschüre, die du geschrieben hast, die kann man sich ja beim DDHM unter Downloads herunterladen. Da steht natürlich noch viel, viel, viel mehr da drin und natürlich auch entsprechende Quellen für mehr Interesse. Da könnt ihr euch richtig reinknien. Vielen lieben Dank für deine Zeit. War tierisch, also es hat mir echt Spaß gemacht und ich bin richtig schlau wieder aus diesem Podcast rausgegangen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sascha. Ich freue mich auf unseren dritten Podcast. Ich mich auch. Ciao. Der Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung des Betriebskrankenkassen Landesverband Mitte, Bahn BKK und BKK VBU. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr möchtet mehr über DDHM erfahren? Besucht unsere Webseite ddh-m.de.